Mundartgedichte, Geschichten, Interviews, Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk. Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Katrin Litschko und ich bin die Chefredakteurin des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Und bei mir ist heute Kai Zeisberg. Ich arbeite freiberuflich mit dem Karpatenfunk-Podcast zusammen und bin ansonsten Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Auslandsrundfunk RTBS Radio Slowakei International. Katrin, ich gehe dir ja manchmal mit meiner technischen Fummelei auf die Nerven und heute probieren wir mal wieder neue Mikrofone und eine neue Umgebung aus. Ja, wir sitzen jetzt in unserem ganz neu eingerichteten Kellerstudio im Museum der Kultur der Karpatendeutschen. Ob es hier Geister gibt? Sieht schon ein bisschen so aus. Ja, wir müssen mal das Feedback abwarten, was die Hörer sagen, ne? Ob da irgendein Geisterton zu hören ist. Ja, vielleicht spürt man auch, dass da historische Fotografien an den Wänden hängen. Jedenfalls machen wir uns immer einen Kopf hier in Bratislava, wie wir die vielen interessanten Themen aus der Slowakei und über die deutschen Minderheiten im Ausland unter die Leute bringen. Also sagt oder schreibt uns, wie das bei euch ankommt, sowohl technisch als auch von den Inhalten her. So, Katrin, was bringen wir denn mit unserer Supertechnik im heutigen Karpatenfunk? Heute gibt es wieder eine Erzählzeit und zwar hören wir heute eine Geschichte aus dem Hauerland, aus der Mittelslowakei. Dort liegt Blaufuß, auf Slowakisch heißt Blaufuß Krahule und das ist in der Nähe von Kremnica. Warst du eigentlich schon mal da, Kai? Na, aber vor 2-3 Jahren war ich in Kremnitz und das war und ist bis jetzt für mich der schönste Ort in der Slowakei. Ich war eigentlich für einen Radiobeitrag über ein internationales Orgelfestival hingefahren. Mhm. Aber dann kam es ganz anders. Es war eine irrsinnige Hitze und Kremnitz liegt so an einem Hang. Auch der Markt, das ist ja das Schöne, steigt so leicht an und dann thront oben die Kirche mit 100 Treppen, die man sich hochquälen muss. Und ich kam dann völlig verschwitzt und zu spät bei dem Organisten an, habe dann aber das Interview mit ihm gemacht und auch ein bisschen Musik mitgeschnitten. No, und dann sollte ich noch eine Bergwanderung machen und mir das berühmte Münzmuseum angucken, weil Kremnica ist ja Münzstadt. Mhm. Und das Münzmuseum hatte aber zu und die Bergwanderung, die wurde abgebrochen, weil nämlich ein Live-Konzert abends zum Jahrmarkt stattfand mit der Popsängerin Christina, die ist eine bekannte slowakische Sängerin und da bin ich dann hin und habe mir das Konzert angehört und habe auch nachher mit ihr ein Interview gemacht und festgestellt, dass die Stars hier genauso Security um sich rum haben und das war gar nicht so einfach, da ranzukommen. Aber es war eine ganz tolle Geschichte und ein letztes noch dazu und dann haben wir einen Wassermann getroffen. Oh, einen Wassermann? Bei uns gab es ja auch schon einen Wassermann zu hören. Hatte der damit was zu tun? So ähnlich. Also der Wassermann heißt Pan Philander. Das ist ein älterer Herr, der kümmert sich um die Brunnen und Quellen in der Umgebung von Kremnitz und pflegt die und baut neue Einfassungen und hält die sauber. Und der ist mit uns dann fast zu allen Quellen gegangen. Das war ein Tagesausflug und hat uns auch den Mittelpunkt Europas gezeigt. Dort gibt es auch eine Quelle. Also einen der Mittelpunkte Europas. Ich höre ja auch aus anderen Orten immer mal, dass es ein Mittelpunkt Europas ist. Aber wir haben den auch in der Slowakei. Und dann sind wir noch nach Kuneschau gekommen und das ist ja auch ein karpatendeutscher Ort. Ja, genau. Und dort, er hat ja wirklich einiges gemacht. No, und dort gibt es eine relativ neue Quelle, die ist ganz schön gemacht. Dort kann man sich auf eine Bank setzen und da finden auch Dorftreffen statt. Und dort war dieses karpatendeutsche Feeling durchaus zu spüren und das hat uns auch dann unser Reiseführer, unser Wassermann erzählt, wie das dort in Kuneschau ist. Mhm, interessant. Blaufuß ist ja die Gemeinde in der Slowakei, die laut der letzten Volkszählung die meisten Menschen mit deutscher Nationalität verzeichnet. Also prozentuell, wusstest du das? Nein, und wenn du das aber schon erwähnst, sprechen die denn wirklich alle Deutsch im Alltag? Das hat mich auch interessiert und ich bin hingefahren und habe Frau Lukatschowa getroffen. Frau Lukatschowa ist die Vorsitzende der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins dort. Und sie hat mir im Wohnzimmer eine Holunderlimonade eingeschenkt und hat mir erzählt, wie es dort ist mit der deutschen Sprache und der deutschen Minderheit. Manche verstehen auch den Dialekt, auch Deutsch, aber sprechen kann sie schon nicht. Und das war die Welle, dass nach dem Krieg hat man nicht gedarf Deutsch sprechen.
Das haben sie müssen auch in die Schule was eingangen, haben die Lehrer gesagt, im Eltern tut's mit ihnen Slowakisch sprechen, denn sie können nicht Slowakisch gut sprechen, sie tun Deutsch und verstehen sie nicht. Auch im Dialekt, die Eltern haben gesprochen zu Hause, im Dialekt auch Deutsch. Aber in die Schule war schon schwer, haben sie müssen Slowakisch lernen und so ist die deutsche Sprache vergangen. Und heute lernen die Kinder noch Deutsch? In Chemnitz wahrscheinlich tun sie auch. Ich habe schon nicht solche Kinder, was Deutsch lernen. Mehrheit Englisch tun sie schon. Kommen denn hier nach Blaufuß auch manchmal noch Menschen aus Deutschland, die irgendwie Familie hier hatten und den Ort verlassen mussten? Ja, die Landsleute, die kommen schon jetzt wenige. Aber so für 10, 15 Jahre, jedes Jahr haben wir sich getroffen. Einmal waren wir Blaufüße eingeladen in Deutschland, einmal im Osten, einmal im Westen. Und jedes zweites Jahr seien sie auch von Deutschland kommen. Ein Bus von Osten, ein Bus von Westen. Und da haben wir sich getroffen, das waren die Blaufüße, die unsere Leute, was da geboren waren. Mhm. Viele haben geweint, wenn sie dann kommen und haben sie gesehen, das Dorf. Die Heimat ist die Heimat. Mhm. Katrin, die Gegend dort ist doch vor allem auch für den Bergbau bekannt. Ja, genau. In den Bergen um Kremnitz wurde Gold abgebaut. Mhm. Und ich habe Frau Lukatschowa auch gefragt, ob es denn auch heute noch Bergbau dort gibt. Denke ich zunächst mal vom Blufuss arbeiten, auch von Chemnitz nicht, weil es schon die Gräube geendet. Denke ich schon gar gut von der Gräube. Frau Lukatschowa erzählt, dass die Gruben inzwischen geschlossen sind. Bei unserem Treffen, das war ganz interessant, da hat sie Slowakisch einmal gesprochen mit mir, einmal Hochdeutsch, einmal Schwäbisch. Das war so ein Mischmasch, aber irgendwie hat es geklappt. Das ist so wie mein halb sächsisches, halb Slowakisch, was ich manchmal spreche. Aber ganz interessant, das Schwäbische, das klingt, also ich komme ja aus Schwaben ursprünglich, mhm, und das Schwäbische dort in Blaufuß klingt ganz anders wie unser Schwäbisches daheim. Mhm. Aber es ist schon faszinierend, wie sich die Sprache so verändert oder auch nicht verändert mit der Zeit. Und gibt es so Ausstellungen, wo man sich anschauen kann, wie das früher funktioniert hat? Ja, in Chemnitz ist hier ein Museum von der Grube und kann man dort anschauen. Und es ist ein schönes Museum, auch Minzart und auch Grube. Das ist bei der Kirche, bei der Katharinenkirche, dort unten ist das Museum. Okay. Frau Lukatschowa, Sie sind ja hier die Vorsitzende von der Ortsgruppe in Blaufuß des Karpatendeutschen Vereins. Wie sieht's denn hier aus mit der Jugend? Na, das Blaufuß ist gemischt zwischen den Slowaken und auch Deutschen. Deutsche sind schon bei Niger, die Örterleute sind auch gelebt, schon gestorben. Die Jungen wissen schon sehr buinig Deutsch und überhaupt der Dialekt schon nicht. Sonst buinig, was Deutsch wissen. Manche verstehen noch, verstehen, aber schon sprechen schon gar nichts. Dann geht schon nicht. Und sprechen Sie denn so im alltäglichen Leben noch Deutsch oder den Dialekt? Haben Sie da die Möglichkeit, überhaupt noch mit jemandem zu sprechen? Wenn wir zusammenkommen mit welchen Blaufüßen, wir sprechen noch im Dialekt. Mhm. Das ist noch, manche wissen noch den Dialekt. Mhm. Die jungen Leute, manche verstehen, aber sprechen schon nicht. Mhm. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft von der Ortsgruppe Blaufuß? Ja, wir möchten gerne haben mehr Leute, junge Leute, dass sie möchten Deutsch wissen und möchten lernen, aber das geht schon nicht. Und in Blaufuß gibt es ja auch ein typisches Lied. Zwischen Chemnitz und Blaufuß ist ein Tunnel und der kommt auch in dem Lied vor. Können Sie uns das Lied mal vorsingen? Zwischen Blaufuß und Chemnitz, da ist ein Tunnel. Wenn man reinkommt, ist finster, wenn man rauskommt, ist hell. Holla Tiria, uns geht's gut, holla Tiria, uns geht's gut.
Die Blaufüße Berge, die seien ja so schön, da kann man im Sommer auch im Winter gehen. Hola Tiria, uns geht's gut, uns geht's gut. Hola Tiria, uns geht's gut. Und in die Blaufußer Berge begeben wir uns nun auch mit unserer heutigen Geschichte. Zwischen Blaufuß und Johannisberg, Kremnitzke Banje, liegt auf 1000 Metern Höhe über dem Meeresspiegel der Berg Dornstein. Auf Slowakisch heißt der Trnovnik. In beiden Gemeinden erzählt man sich verschiedene Sagen und Legenden über den Dornstein. Genau, und die Geschichte, wie er entstanden sein soll, hören wir jetzt. Los geht's! Als noch alle Berge und Täler von tiefem Urwald umgeben waren, lebten hier nur Berggeister und Steinmänner. Die Berggeister bestanden nur aus strahlendem Licht. Sie lebten in den vielen Felsspalten auf den Kuppen der Berge. Diese Felsspalten aber waren eigentlich nur Eingänge in ihr großes Reich, das sich unter den Bergen durch das ganze Land zog. In diesem Reich befand sich alles Gold und Silber der ganzen Erde. Ihre Aufgabe war es, diesen Schatz zu behüten. Ihre Wohnungen waren die Hüllen und ihre Nahrung war die ewige Dunkelheit. Nur tief in der Nacht konnten sie leben, denn das Licht waren sie selbst. Oben auf der Erde sah man sie nur selten. Und wenn, dann nur mitten in der Nacht. Wenn ein Berggeist nach einem Ausflug auf die Erde seinen Hülleneingang ins Reich der Dunkelheit einmal nicht rechtzeitig fand, dann ging er im ersten Schein des dämmernden Tages elend zugrunde. Unter der Erde hausten die Berggeister, doch an der Erdoberfläche sah es anders aus. Die tiefen Wälder waren das Reich der Steinmänner. Es waren graue Gestalten mit Körpern aus Stein. Ihre Nahrung war der Schatten des Waldes und das Rauschen der Bäume im Wind. Je tiefer und dichter der Wald war, desto wohler fühlten sie sich. Mit ihren steinernen Körpern konnten sie sich nur langsam bewegen. Ihre Aufgabe war es, das Leben des Waldes zu beschützen. Die vielen Tiere, die Moose und Farne, die Quellen und Bäche. Frieden herrschte in dem Reich der Steinmänner und Berggeister. Als aber im Walde die ersten Menschen auftauchten, wurde der Friede jäh gestört. Die Menschen drangen immer weiter vor und machten den Steinmännern ihr Reich streitig. Da die Steinmänner aber so schwerfällig waren und das Kämpfen nicht gelernt hatten, wehrten sie sich nicht, sondern zogen sich immer weiter in den Wald zurück. So kam es, dass die Menschen gar nicht merkten, wer da eigentlich vor ihnen im Wald gehaust hatte. Nur ganz wenige hatten je gesehen, wie sich ein Steinmann bewegte. Noch weniger hatten je gehört, wie die Steinmänner miteinander redeten. Wenn es aber jemand erlebt hatte, war er so erschrocken, dass er nicht recht wusste, wie ihm geschah. Bis er sich vom Schreck erholt hatte, war der Spuck vorbei. Die wenigen, denen dies passierte, erzählten den anderen davon. Keiner mochte ihnen jedoch so recht glauben. Und so verdrängten die Menschen die Steinmänner in das Reich der Märchen. In Wirklichkeit aber waren sie immer und überall zugegen und beobachteten, was die Menschen taten. Sie erschreckten sie mit tiefen Rufen und dunklem Gemurmel, das wie ein Raschen oder Rauschen klang, das man aber bei starkem Wind gar nicht hören konnte.
Wenn aber Windstille war, dann klangen die Rufe wie lauter Donner. Im Laufe der Zeit hatten die Menschen entlang des Tales um den Dornstein so viele Bäume gefällt, dass man auf den entstandenen Wiesen und Äckern um den ganzen Berg herumgehen konnte. Nur auf der Spitze des Berges standen noch Bäume und bildeten eine Waldinsel. In diesem Wald hatte es ein einziger Steinmann versäumt, sich rechtzeitig vor den Menschen in Sicherheit zu bringen. Als er dann die ihm drohende Gefahr erkannte, war es zu spät. Die Lichtung in dem Tal vor dem großen Wald war auf einmal so breit geworden, dass sie der Steinmann nicht mehr überschreiten konnte, ohne dass es die Menschen bemerkt hätten. Es blieb ihm daher nichts anderes übrig, als sich Schritt für Schritt immer tiefer in den Wald zurückzuziehen. Über diese Wiese gelangte er schließlich auf die Spitze des Berges. Aber das Unglück dieses Steinmannes nahm kein Ende. Er merkte bald, dass es immer heller wurde im Wald. Und auch das Rauschen der Bäume wurde leiser, je weniger von ihnen da waren. Aber ohne Schatten und das Rauschen konnte der Steinmann nicht überleben. Beides war ja seine einzige Nahrung. Auch hatte er immer weniger zu tun. Je kleiner der Wald wurde, desto weniger Tiere lebten darin. Zuerst starben die Moose und Farne, dann die großen Bären und Hirsche, schließlich auch die Rehe und Wildschweine. Zuletzt passte er nur noch auf einige Eichhörnchen und ein paar Vögel in den letzten Bäumen auf. Hinzu kam, dass es sich bei diesem Steinmann um einen Riesen seines Volkes handelte. Seine Gestalt war fast so breit wie ein Haus und sein Kopf reichte den hohen Buchen und Eichen bis tief in die Krone. Und so begann der Steinmann sich auf der Bergspitze einzugraben. Immer tiefer verbarg er seinen mächtigen Körper in der Erde, bis zuletzt nur noch sein Kopf aus dem Boden ragte. Der Rand des Waldes war inzwischen immer näher und näher gerückt. Zuletzt stand nur noch ein kleiner Kranz aus Buchen um den Steinmann herum. Das Wetter und die Menschen aber setzten den letzten Bäumen auf der Bergspitze so zu, dass eine Buche nach der anderen starb. Schließlich hatte der nur noch aus der Erde ragende Kopf des Steinmannes keinen Schatten mehr. Allein im Norden stand eine alte, mächtige Buche. Weit, weit dahinter, wo heute Oberturz liegt, begann der alte, tiefe Wald, in dem der Steinmann einst gelebt hatte. Er war unerreichbar für ihn. Mit seiner letzten Kraft drehte der Steinmann seinen Kopf so, dass er hinter der Buche sein ehemaliges Waldreich sehen konnte. Als dann schließlich ein kräftiger Sturmwind die letzte Buche mit den Wurzeln wegblies, war das Schicksal des Steinmannes für immer besiegelt. Er neigte sein Steinhaupt zurück und mit letzter Kraft blickte er an den Ort, an dem sein Wald stand, und starb. Das mächtige Haupt des Steinmannes ist noch heute auf dem Dornstein zu sehen. Für immer erstarrt schaut er in den unendlichen Himmel und auf seinem Gesicht dummen sich manchmal die Ausflüge aus Blaufuß und Johannisberg und bewundern von dort oben das schöne, weite Land. Dort oben auf den Bergen, da steht ein Tourist. Er hat ja die Mädchen so herzlich gegrüßt. Hola Tiria, uns geht's gut, hola Tiria, uns geht's gut.
herrlich. Und die Geschichte der Entstehung des Dornsteins hat Wilhelm Grosch in seinem Buch Blaufuß, ein Dorf der Gold- und Münzstadt Kremnitz, Entstehung, Untergang, Neubeginn, festgehalten. Irgendwie kommt mir der Steinmann aber auch bekannt vor. Ja, er spielt auch eine Rolle in Glück auf Gaspar im Hauerland, unserem Puppentheaterstück über die deutsche Minderheit in der Slowakei. Wahrscheinlich hast du ihn da schon gesehen. Stimmt, das war super. Hab ich auch im Radio gebracht, die Aktion von euch. Aber sag mal, Katrin, weißt du, was mich schon die ganze Zeit interessiert und was ich mich immer frage? Warum heißt Blaufuß eigentlich Blaufuß? Das habe ich Frau Lukatschowa auch gefragt und sie hat erzählt, dass es dafür drei Erklärungsversionen gibt. Die erste Verse ist, dass der erste Mann, was ist kommen, wenn sie sein kommen in Kremnitz das Gold graben, das ist ergangen betrachten, wo sie kann wohnen, wo sie kann ein Dorf machen. Sein Name war Blaufuß. So sagen sie, ist das geblieben Blaufuß, wenn schon das Dorf war. Der zweite ist also, wie er ist gegangen über den Wald, ist er gekommen auf eine Wiese und er hat keine Schuhe gehabt und dort war ein Heidelbeet. Mhm. Und wie er ist gegangen, hat er die Füße blau gehabt, also Blaufuß. Mhm. Und die dritte Verse ist so, wie sie schon haben das Dorf wollen machen, haben sie die Bäume schon geschnitten. Und das Holz hat in die Füße geschlagen, haben sie die Füße blau gehabt, also Blaufuß. Welche ist das Richtige? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Und an welche glauben Sie? Die erste Verse, denke ich, dass die richtige ist. Okay, sehr schön. Interessant. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf Heidelbeeren bekommen und hole mir jetzt auch gleich ein Heidelbeereis. Gute Idee. Nächste Woche hört ihr im Karpatenfunk wieder eine Infozeit und zwar wird's tierisch, denn wir haben ein Interview mit Kader Leusel und seinem Besitzer Hans-Jörg Schmidt gemacht. Leusel diktiert einmal monatlich eine Kolumne fürs Karpatenblatt. Ach wie lieb, der Prager Zeitungs- und Podcast-Kater. Na dann, dranbleiben, ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und auf karpatenblatt.sk. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss aus Bratislava. Ciao aus Pressburg und aus Blaufuß. Im Wald zu Diskalka, dort ist gute Luft. Wenn der Bär Kuck macht, so laufen schnell musst. Hola Tiria, uns geht's gut, uns geht's gut. Hola Tiria, uns geht's gut.